als Relikt auf dem Mars. Die Macht, Waffen zu erschaffen. Hallo und herzlich willkommen hier bei der Destiny Infobase. Mein Name ist Christopher und heute wollen wir über ein paar Kleinigkeiten sprechen, die ihr schon im Videotitel erkennen könnt und ein bisschen auf den Trailer eingehen, den ich euch gerade schon gezeigt habe. Hier aber nur vielleicht ein paar Sachen besprechen, die wir dann auch gerne in den Kommentaren diskutieren können. Also ich will nicht alles auseinandernehmen. Es geht ein bisschen um Waffencrafting in diesem Trailer und natürlich um neue exotische Waffen. Relative Standardgeschichte. Wir bekommen neue Waffen in Witch Queen. Überraschung, Überraschung. Davon sind ein paar auch exotisch. Da hat man sich natürlich wieder was einfallen lassen. Wie zum Beispiel diese Waffe, die eben Hive-Würmer, also Scharwürmer schießt, die dann explodieren. Eine coole Geschichte. Art Raketenwerfer quasi. Oder zum Beispiel eine andere Waffe, die mit einer Art grünen Projektil schießt. Ja. Alles jetzt meiner Meinung nach nichts Besonderes, muss man nicht weiter drauf eingehen. Relative Standardkost, so sieht es zumindest aus. Also ist durchaus normal für so eine Erweiterung. Schauen wir mal, was dann noch so kommt. Sah ganz cool aus. Trailer konnte Bungie schon immer. Was ich interessanter finde, es wurde jetzt enthüllt in diesem Trailer, dass das Waffencrafting offensichtlich auf dem Mars stattfindet. Ja, also der Mars kommt in irgendeiner Weise auf jeden Fall zurück, das ist klar. Und hier wird es Waffencrafting geben. Hier bauen wir uns verschiedene Sachen zusammen. Wir sehen auch nochmal die unterschiedlichen Bauteile, die wir dort so ein bisschen uns zusammenstellen können bei jeder Waffe, jede einzelne Komponente. Das wird dort angedeutet. Wie das dann natürlich im Spiel aussieht, werden wir dann sehen müssen. Und wir sehen die Glaive in Aktion. Dort wird auch gezeigt, dass es für Titan, für den Warlock und für den Jäger eben unterschiedliche Glaiven gibt. Also der, ja, die Glaive für den Titan, die schießt so eine Art Bubble, in der man sich verteidigen kann. Dann die Glaive vom Hunter, die schickt so eine Art Schockwelle an die Gegner. Und der Warlock hat eine Healing-Glaive, also die einen Healing-Orb generiert. Ich hoffe, das ist nicht festgefahren. Fände ich ziemlich scheiße. Dann wird man wieder in so Standardrollen gedrängt. Vielleicht ist das dann auch später von Raid oder so wichtiger für andere Sachen, dass man dort gut zusammenspielt. Da kann man ja gut vorstellen, dass die Glaive in Witch Queen eine entscheidende Rolle spielen wird. Sehr wichtiges, tragendes Element. Ob das dann auch darüber hinaus, über die Erweiterung hinweg, über weitere Seasons, dann noch eine Rolle spielen wird oder ob die dann spätestens ab der nächsten Erweiterung absolut in Vergessenheit gerät, werden wir sehen. Werden wir sehen. Wäre zumindest nicht undenkbar, aber für Witch Queen scheint die definitiv erstmal eine größere, tragende Rolle zu spielen. So viel zum Trailer. Dann gibt es noch eine kleine Meldung. Destiny 2 Witch Queen hat die Marke, die magische Marke von 1 Million Vorbestellungen geknackt. Glückwunsch dafür an Bungie. Das ist doch mal eine Hausnummer. Also die ganzen Geschichten von wegen Destiny, Dead Game. Na klar, kann man es kritisieren, man kann vieles scheiße finden. Aber letztendlich spielen es offensichtlich noch ganz, ganz viele Leute, wenn man sich die Spielerzahlen anschaut auf den unterschiedlichen Plattformen.
Über 800.000 waren es gestern oder vorgestern, also von daher läuft jetzt 1 Million Vorbestellungen. An dieser Stelle ist angemerkt, dass wir auf diesem Kanal noch ein Gewinnspiel machen werden, in dem wir eben ein Exemplar von Destiny 2 Witch Queen verlosen werden. Zwecks dessen, dass die Playerbase auf der PlayStation am größten ist, wird es wahrscheinlich ein PlayStation-Exemplar. Aber dazu gibt es dann nochmal ein gesondertes Video, in dem wir alles zum Gewinnspiel verkünden werden. Hier nur nochmal in diesem Rahmen dann schon mal angekündigt. So, und die letzte Meldung für all diejenigen, die New Light Playern geholfen haben in den Mutproben der Ewigkeit. Jetzt ist eure Zeit gekommen. Geht bitte ins Spiel, falls ihr das noch nicht getan habt. Hiermit seid ihr informiert. Ihr könnt euch nämlich dafür jetzt ein wunderschönes Emblem abholen. Das bekommt ihr direkt, wenn ihr ins Spiel reingeht. Und das ist eben eine Art kleine Belohnung für Bungie. Für euch dafür, dass ihr neuen Spielern in der Mutprobe der Ewigkeit geholfen habt. Und das war schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert und aktiviert die Glocke, um in Zukunft nichts zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, guten Loot im Licht des Reisenden.